So, hallöchen Leute, willkommen zurück bei Demon's Souls. Ihr wisst ja, ne? Gräberkönig, finaler Boss. Wir werden das Schwert nicht brauchen. Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass wir es nicht brauchen werden. Ich mache die Kamera mal wieder an. Ich habe ein bisschen Angst, dass ihr mit der Kamera mehr seht, als ich denke, weil mein Kontrollmonitor ist so klein. Nicht, dass ihr so jede Pore von mir seht, die ich selber nicht mal kenne. Ihr müsst wissen, ich gucke nicht so oft. Naja, gut. Was? So, also willkommen zurück. Wir wollen uns um den letzten Boss beim Gräberkönig kümmern. Wir machen den Boss mal direkt. Wir versuchen es direkt. Obwohl wir die Wall Tennessee of Pure White haben. Ich meine, das ist Pure White, oder? Schrein des Stürmes ist auch Pure White. Wollt ihr mich verarschen? Schrein des Stürmes ist auch Pure White. Oh mein Gott, der Turm von Lartiger ist Dark. Holy shit. Oh oh. Alter. Das macht mir ein bisschen Angst. Naja, was soll schon passieren, ne? Gut, also es wäre mir lieb, wenn wir höchstens einmal sterben. Jetzt. Beim Gräberkönig. Nee. Ich wollte Thomas. Sorry. Thomas. Lager verwalten, rüber damit. Ich, you have a heart of gold. Ja, ich weiß nicht, ob der Boss direkt kommt. Ich glaube tatsächlich schon. Wir gehen zum unterirdischen Tempel. Vor Jahrhunderten wurde ein Feuerdämon in einen Untergrundtempel zwischen Drachengebeinen eingekerkert. Doch unter dem Tempel in einem See aus Lava ruhen die Knochen eines kolossalen Drachen. Ihr könnt euch sicherlich nur vorstellen, was für ein riesiger Boss hier auf uns warten wird. Oh fucking yeah. Also es kann gut sein, dass er jetzt wirklich direkt hinterherkommt, so wie auch beim anderen Kaltstein. Das weiß ich aber nicht auswendig. Und wie das aussieht... Alter, ist das geil. Man kann richtig die Hitze spüren, oder? Nachricht lesen. Du bist gefürchtet. Warum steht das überall? Ich wollte eigentlich nur... So, ich kann mich ausblenden, aber nicht diese blöden... Ich sag gar nichts zu. Da gibt's halt doch keinen Screenshot von diesem mega schicken Gang. Okay, jetzt kommt direkt der nächste Bosskampf. Nimm dich in Acht, hier ist ein falscher Gott. Oh, oh, oh. Drachengott. Alter. Alter, scheiße. Holy shit. Was ist das denn? Bin ich hier safe? Der sucht uns, ne? Ah, ich erinnere mich ganz düster. Färben sich nicht die Augen irgendwie, wenn er uns gesehen hat? Da war doch irgendwas. Alter. Ih, der steht einfach in Lava. Kann man das nicht kaputt schießen einfach? Das geht wahrscheinlich nicht, ne?
Der macht mir ein bisschen Angst, ne? Das muss man schon sagen. Alter, machen wir das. Ich glaube, es hat dem weh getan. Alter, das ist schon geil, ne? Aber es ist ein sehr passiver Kampf, ihr merkt das schon. What the fuck? Das wusste ich nicht. Run! Runny, run, run! I will run! Okay, mit viel Heal schaffen wir das. Alter! Drück! Oh mein Gott. Und jetzt ab aufs Kinn, ne? Jetzt hätte ich böse, wenn ich ganz schnell einen Screenshot mache, oder? Au! Drachengott-Trophäe. Ja, der war ja auch wieder easy, ne? Ja, es sind halt nicht alle Bosse schwer tatsächlich. Versucht es mit Faustwaffe. Ja, das hat doch heute geklappt. Glückwunsch, danke, danke. Gerade so geschafft. Ja, würde ich nicht sagen. Wir bekommen einen reinen Drachenstein und eine Drachengott-Dämonenseele. Und hier müsste jetzt doch eigentlich irgendwo ein Schwert sein, oder? Erinnere ich mich da falsch? Ein Schwert, an das man eigentlich nicht rankommt, wenn man nicht gerade Pure White ist in der Welt. Und guck mal hier, unsere Tendenzie schreit ja nahezu, hey, hol dir selbst das beste Item in dieser Welt. Und die scheiß Man-Eater haben mir echt die ganze verramscht, ne? Ich hab echt jetzt voll bei Latria verkackt für immer. Ring von Wert voraus. Nee, okay, hier ist doch noch. Ring des Meisters. Warum? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Warum kommen wir hier nicht durch? Wir sind doch Pure White, oder nicht? Ist das nicht Pure White? Das ist White. Das ist nicht Pure White. Kacke. Wie bekomme ich denn jetzt Pure White? Shit. Hä? Aber hätte der die jetzt nicht auf Pure White hochpushen müssen? Das verstehe ich nicht.
Ja, da ist auf jeden Fall ein Schwert, das bekommt man nur mit einer Pure White War Tendency. Und ich dachte eigentlich, ich hätte sie jetzt. Finde ich ein bisschen sad. Ja, ein relativ einfacher Bosskampf, aber das macht ihn nicht unbedeutender. Ah, hier. Schade. Ja, was kann ich denn jetzt noch machen, um die Wolltennis hier hochzubekommen? PvP oder was? Na gut, das war jetzt natürlich ein bisschen schneller, als ich dachte. Und damit haben wir den Kai-Stein des Gräberkönigs ebenfalls abgeschlossen. Das heißt, wir haben kein Pure White, dann kann ich natürlich auch die Pure White Events nicht machen. Aber die hatten wir jetzt nicht der eine Spacken beim letzten Mal versaut, oder? Der uns da im PvP gekillt hat mit seinem scheiß Schwert. Ich hoffe mal für ihn, dass das nicht war. Kai-Stein des Dämons Drachengott. Der unterirdische Schrein wurde erbaut, um den Drachengott zu verehren und einzusperren. Die Vorfahren der Gräber betreten die Drachenknochen, beten die Knochen an und erwiesen ihnen Respekt, indem sie den Schrein sorgfältig instand hielten. Gut, ja, das ist wohl vorbei, ne? Das war's mit dem Drachengott. Das war's mit dem Drachengott. Jeder Apfel ist faul. Liegt denn da ein fauler Apfel? Wir gehen nochmal zum Schmiedareal. Und zu so einem Schmied unten. Der wollte irgendeine Flamme haben oder so. Wisst ihr noch? Nimmt man eigentlich Seelen mit ins New Game Plus? Ich glaube schon, oder? Das ist doch Pure White. Verarscht mich doch nicht. Ja, das ist Pure White. Wobei, das strahlt doch beides wunderschön. Doch, das müsste Pure White sein. Wir müssen bestimmt nur noch mal hinreisen, kann ich mir vorstellen. Ups, Feuer stehen, kann ich mir vorstellen. Steinscherben! Die brauchen wir. Wow, nice. Okay, Ups. Scheiße! Boah, ich dachte, ich sterbe. Ja. Okay, also der könnte uns jetzt, wenn wir ihm die glühende Dämonenseele geben. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, sollen wir das jetzt machen oder im New Game Plus? Also ich würde ihm die glühende Dämonenseele dann eher im New Game Plus geben und nicht jetzt. Aber eher Interesse halber die Frage. Da fühlt er sich natürlich ein bisschen gekränkt, kann ich verstehen. Wir gehen nochmal zum Schrein des Drachengottes. Also ich behaupte, wir sind Pure White. Da sollen wir Spiel erstmal was anderes beweisen hier. Jetzt invaded werden, ne? Was ist Pure White, Alter? Also wenn das nicht Pure White ist, weiter geht's gar nicht. Ich will mein Schwert. Ich habe dafür zweimal PvP hier gewonnen, ja? Oder einmal verloren. Dreimal gewonnen? Zweimal? Ich weiß gar nicht. Ihr wisst schon, wir haben auf jeden Fall hier ordentlich zugelangt. Alter, das ist doch Pure White. Da hinten ist sie weg! Ihr kommt dran! OMG! Die war da hinten weg, Leute, ihr habt's gesehen. Wir müssen nur andersrum laufen. Heiliges Schwert, ich komme! Oh, der ist gestorben gerade. Ich finde es so makaber, wenn man die anderen gerade live sterben sieht, ohne Blutflecken anzufassen. Also wirklich die anderen Spieler, die gerade live sterben. Das war so ein bisschen. Tut mir immer so ein bisschen leid für die.
sich bei Maneater wahrscheinlich auch. War schon wieder runtergefallen. Oh mein Gott, Leute. Schwert entfernen. Trage nicht möglich. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich jetzt echt voll verarschen gerade? Ist das jetzt echt... Ring des Meisters plus Volltrefferschaden minus anderer Schaden. Ein mit Strohseil geformter Ring erhöht den Schaden direkter Treffer, während er den aller anderen mindert. Einer von vielen Ringen aus einem fernen Land, das für seine einzigartige Waffenschmiedekunst bekannt ist. Er wurde auf recht ungewöhnliche Weise gefertigt. Ich muss jetzt wirklich hin und her laufen, nur weil ich zu überladen bin, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Oh Mann. Jetzt werde ich bestimmt noch invaded, sterben und bin nicht mehr pure white. Ich sag's euch. Ja, dann würde ich mich gleich mal nach links beugen und mal ganz schnell googeln, was es für Pure White Events hier gibt. Dann machen wir nämlich schnell, bevor irgendwas passiert und wir nicht mehr Pure White sind. Da würde ich mich natürlich ärgern. Beziehungsweise ich kann auch kurz die Aufnahme pausieren, das ist vielleicht sinnvoller. Und dann müssen wir halt gucken. Mir wäre es sehr wichtig, dass wir in Boletaria Pure White sind. Thomas! Thomas! Ich muss was einlagern. Beziehungsweise können wir das aufwerten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Scheiß Pfeile so viel wiegen, ne? Also fehlt natürlich noch eine Ecke, ne? Also wir sind noch nicht fertig mit dem Gebiet. Da könnten wir gleich eigentlich auch nochmal schnell unten diese Lava-Ecke, wo diese riesigen Würmer rumgekrochen sind. Diese riesigen Viecher, ihr wisst schon. Schrein des Drachengott. Ja, können wir denn nicht dann mal eben gucken, was wir in Latria für Dark World Tendency Events haben, wenn wir die ja immer so schlecht haben? Das ist voll kompliziert, da müssen wir im zweiten Durchlauf Latria auf eine gute Tendency bekommen und alle anderen auf eine schlechte irgendwie. Also dauernd sterben, dann ist gut auf jeden Fall schwerer. Ja. Gut, darf ich jetzt bitte mein Schwert aus dem Stein ziehen? Wo ist die schon wieder da? Drachenknochenbrecher. Das ist das, mit dem er uns vorhin gekillt hat, der eine, oder? Schaden 200! Yo! Die Ahnen der Steinfang-Minenarbeiter sollen ihn geschmiedet und gegen Drachen eingesetzt haben. Ein Zauber auf der Waffe schützt den Träger vor Feuer. Schmiede machen sich über diese Waffe lustig und bezeichnen ihn als anfällig als Klumpen statt als Schwert. Ein stumpfer Eisenbrocken, der Feinde zerschmettert. Wir sind nicht stark genug. Wie viel Stärke braucht der Spaß? 30? Oh ja, einfach so viel, oder? Wie viel Stärke haben wir? 29? 28. Easy. Alter, das ist kein Schwert. Damit hat er uns schon gekillt, oder? Ja gut, das ist auf jeden Fall ein sehr rares Schwert, weil man das wirklich nur mit einer guten Wall-Tendency bekommt, ne? Also das ist jetzt kein Schwert, das man bei einem normalen Durchlauf bekommt, denn wenn man zu häufig in Menschengestalt stirbt, ist man nicht mehr white. Das heißt, man muss schon mit relativ wenig Toten bis zum Drachengott durchkommen. Und wir haben ja tatsächlich sowohl die Spinne als auch den Feuerlurker für Thry geschafft. Das erklärt, warum wir nicht so viele Abzüge bekommen haben im Nachhinein. Wie wiegt der Spaß jetzt? 20. Gut.
Jetzt fehlt noch der Turm von Latria. Dann sind wir durch mit allen Gebieten von den Gegnern her. Da fehlt nur noch ein einziger Boss. Also wir haben eigentlich nur drei Bosse. Was mal sozusagen. Wir können das Schwert gerne einlagern erstmal. Hallo? So. Gut. Ja, die Man-Eater müssten wir eigentlich machen. Eigentlich müssen wir die Man-Eater machen. Ihr wisst, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Sollen wir die einfach nochmal probieren? Ich meine, wie gesagt, Latria ist jetzt eh im Arsch. Also ob wir da jetzt nochmal sterben oder nicht. Und ab danach machen wir dann Ring der Adhäsion, aber hauptsächlich, um die Augensteine zu sparen. Die Welt, die Tendency ist eh kaputt. Ich würde sagen, wir probieren den nochmal. Hätten wir in einem Video zwei Bosse weggesnackt. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir die Events da in der Welt noch machen müssen. Aber solange wir da nicht sterben, passiert ja auch nichts. Aber mich frisst das schon auf, dass wir den beim letzten Mal nicht geschafft haben. Ne? Das ist natürlich schon so nervig. Es ist nervig. Alter, ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Durchlauf, in damals auf der PlayStation 3, nicht in einer Welt, so eine schlechte Tendenz wie jetzt hier. Okay. Ja, weil ich so viele Augensteine benutze. Ne? Ich müsste eigentlich nur in der Version einfach nehmen und gut ist. Naja. Schade um die 5000 Seelen, ne? Give me your soul, Demon. Bling, bling, bling. Bling, 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 bling. Kann man gegen die vielleicht Giftpfeile benutzen? Wahrscheinlich nicht, ja. I run. Ja, dann kommt danach kurz wahrscheinlich auch schon der letzte Boss hier, ne? Dann sind wir mit Latria fertig und dann kommt nur Proletaria, dann sind wir eigentlich durch. Also eigentlich, also wir haben so die größten Teile der Spielwelt tatsächlich schon gesehen, sag ich mal ganz vorsichtig. Es kommt nicht mehr allzu viel. In Boletaria kommt noch ein bisschen was, da müssen wir so auch ja, mal gut überlegen, wie wir das machen. Vor allen Dingen mit dem blauen Drachen. Dass wir da schwere Pfeile kaufen. Ja, wir müssen den irgendwie viel Leben abziehen. Ganz viele Pfeile mitnehmen. Ganz, ganz viele Pfeile. Ja, schön, dass der manchmal mehr Seelen bringt und manchmal weniger. Verstehe ich auch nicht. Ja, jetzt haben wir das gleiche Problem wie immer. Wir dürfen nicht runterfallen, wir müssen viel Schaden machen, der zweite darf nicht zu früh kommen, der erste, das ist alles scheiße halt. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie ich mich am besten verhalten soll. Naja, wollte jetzt diese Marsch. Was soll schon schief gehen? Schön, ich habe meinen Bogen ausgerüstet, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wie unfair war das denn jetzt?
voll verarsche gerade, ne? Der eine ist fast tot, jetzt geht der andere mir auf den Sack. Wer ist jetzt welcher? Wer von euch ist fast tot? Jetzt ist nur noch einer, jetzt darf ich es nur nicht vergeigen. Also eigentlich müssen wir es hinbekommen. Das Schwänzchen auch schon ab, das ist auch schön. Okay, ich habe sehr schwitzige Hände gerade. Mehr, du Uschloch. Ich finde es aber schön, dass die beiden echt anders aussehen. Der sieht noch ein bisschen ekliger aus irgendwie. Ich kann verstehen, dass du mad bist. Ich habe deinen Kollegen umgebracht. Das ist schon okay. Ich bin ja auch immer mad, wenn ihr mich umbringt und so. Wir können uns aber echt arrangieren, mein Freund. Ich glaube, wir kommen echt gut miteinander klar. Bernd. Ja, ich bin gerade vorsichtig, ihr merkt das. Ich will einfach nur nicht sterben. Das ist gerade so mein Anliegen. Safety first gerade. Einfach nicht sterben. Der Rest ist mir gerade egal. Einfach nicht sterben. Ich habe endlos viel Gras. Ist mir vollkommen wurscht. Ich will nur nicht runterfallen. Ah, fress doch andere Menschen, lass mich in Ruhe. Ist mir doch egal, was du machst. Alter! Nein! Oh. Alter. Ich hasse sie. Sie wollten sie jetzt noch schlechter. Alter. Ja, es war jetzt voll meine Schuld. Ich geb's ja zu. Es war voll. Alter, ich raste aus, ne? Ich bin so behindert. Das war so scheiß unnötig. Ich bin so dumm einfach. Oh Mann. Ja, ich weiß, die waren schon tot. Ich hätte einfach weiter meine defensive Strategie fahren sollen. Alles hätte geklappt. Nein, ich musste ja ranlaufen. Dass mich die jetzt so extrem nerven, hätte ich aber nicht gedacht, ey. Also härteste Boss bis jetzt tatsächlich. Turmritter war noch ein bisschen anstrengender, weil der mich mega viel Konzentration gekostet hat. Das ist jetzt eher nervend. Wie gesagt, die sind ja nicht schwer, es nervt halt einfach, dass man nicht rangehen kann, weil die einen dauernd runterwerfen.
Es ist halt, die sind nicht schwer. Die machen halt nicht den Eindruck, als wären die schwer. Sondern die nerven, weil man halt einfach nur Glück haben muss, dass sie nicht gerade ihre blöden Angriffe macht, wenn man irgendwo in der Ecke steht. Oder dass sie nicht hintereinander zwei machen, wie vorhin einmal. Och Mann. Ich dachte aber auch wirklich, da unten auf dieser Kante, auf der ich stand, da haben wir dieses Mondschwert gefunden. Ich dachte wirklich, da wäre man unantastbar für die, aber das ja auch nicht irgendwie. Och Mann. Warum habe ich das gemacht, Alter? Ach Mann, ich hasse euch. Ich hasse dich. Was heißt denn das grüne Leuchten eigentlich? Das habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden tatsächlich. Okay, der war gerade gestaggert, das ist ja nice. Wenn mir jetzt beide wieder auf den Keks geht, gehe ich wieder nach hier oben. Du bist der mit Schwanz. Ich will gerne den ohne Schwanz töten. Scheiße, da ist er ja schon. Okay, jetzt machen wir es ganz langsam, wisst ihr das? Das ist mir jetzt so scheißegal, ne? Ich werde nicht nochmal sterben. Ich hab Zeit. Er hat keinen Schwanz mehr, da kann ich mehr tollwütig werden mit seinem komischen Schlangengift-Biss-Zeug. Also eigentlich ganz easy. War schon wieder grenzwertig gerade, ne? Also vorhin, als er uns zweimal getroffen hat. Ich hasse die, ne? Ich weiß gar nicht, ich müsste mir mal das Video angucken von damals. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich die gemacht habe. Ich hatte damals, glaube ich, sowieso relativ viel Luck bei Demon's Souls. Was war das denn jetzt? Thank you.
No greedy shit, bro. Nice, so. Okay, erledigt. Haken dran. Menschenfresser-Trophäe. Bekomme ich irgendwas, weil ich die Schwänze abgeschlagen habe? Wir sind wieder Mensch, das freut mich. Bekomme ich irgendwas? Ich habe beide Schwänze abgeschlagen. Nix. Schade. Ich dachte. Das da oben ist übrigens das Finale da oben. Da spielt das Finale von dem Turm von Latria. Und von da kommen wir gerade. Und da müssen wir noch hin. Okay, das waren die Menschenfresser. Die größten Arschlöcher ever. Also, das war bis jetzt mit Abstand der schwerste Boss. Für mich. Ich bekomme nichts dafür, dass ich die Schwänze abgeschlagen habe. Das ist aber echt schade. Hätte ich jetzt mindestens so ein, keine Ahnung, Skorpion... Hier, guck mal, hier sind die Schwänze, von denen waren einfach so Schlangen. Ekelhaft. Ja. Wir haben es. Ist aber auch eine scheiß Arena, ne? Ganz ehrlich. Gut, wir haben es geschafft. Wir machen Haken dran, das freut mich. Alter, was geht denn hier ab? Der Elfenbeinturm. Naja. Gemischte Dämonenseele. Schön. Seele eines angesehenen Kriegers. Gut, Kaistein berühren. Der Elfenbeinturm. Im Elfenbeinturm wurde das Fleisch der Gefangenen zusammengestückelt, um Monstrositäten zu erschaffen. Latrias neuer Meister, ein alter Mann, der längst nichts Menschliches mehr besaß, war bestrebt, mit eigener Hand Dämonen zu erschaffen. Keilstein ist Menschenfresser-Dämons. Im Elfenbeinturm wurde das Fleisch der Gefangenen zusammen... Das ist aber, das bezeichnet ja eher den Chef oben, oder? Den nächsten Dämon. Weil ich glaube nicht, dass die Menschenfresser... irgendwas geschaffen haben. Die haben wohl eher zerstückelt. Gut, ja, wir machen das Video ein bisschen kürzer. Ich will mich jetzt nicht auch noch noch einen Boss machen. Das wäre mir too much für eine Aufnahme. Was für Arschlöcher, ey. Kann ich nicht anders sagen. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Gut, we are back in the Nexus. Ist jetzt irgendwas besser geworden in Latria? Ja, ja, doch. Es ist nicht mehr ganz so dunkel. Mich nervt das, dass der Palast von Budetari halt scheiße ist. Das nervt mich extremst. Aber der Schrein der Stürme ist white und die Steinfang-Katakomben sind pure white. Tal der Schändung ist white, würde ich sagen. Nee, neutral? Keine Ahnung. Unser Charakter ist erlesen. Wir sind erlesen, Leute. Wir sind die Reinheit in Person. Okay. Hallo. Seelenkraft erlangen. Wir wollen mal 30 Stärke haben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gibt es den letzten Boss. Bis auf, ja, tatsächlich, den letzten Erzdämon. Den letzten Boss bis auf den finalen Boss im Palast von Budetaria. Da wartet das große Finale auf uns. Aber davor ist das jetzt erstmal das große Finale. Und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir jetzt den blauen Drachen tot bekommen, ohne zu sterben. Dass wir dann den finalen Boss am besten töten und dann irgendwie Budetaria noch auf Pure White bekommen. Das wäre mir sehr wichtig. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.